Träumen, loslassen, sich den schönen Gedanken hingeben und kulinarisch verwöhnen lassen in einem Ambiente, das historische Wurzeln hat. Hier in Perbersdorf hat sich die Familie Resch ein schönes Platzerl hergerichtet und zu einem wunderbaren Domizil für Gäste verwandelt. Im Haus steckt einiges an Geschichte. Die ersten Aufzeichnungen von 1660, da war Resch da. Dann war so ein bisschen durchgemischt. Und man findet immer wieder Sachen, also beispielsweise war haben jetzt ein Zimmer, wo ein Holzdecken ist von 1754, was eingraviert ist. Nachher gibt es das Heiligengewölbe von 1850. Und wenn man umbaut, beispielsweise wenn wir die neue Sauna gebaut haben, findet man immer wieder Sachen wie uralte Kinderschuhe, Kinderschlapf, also ganz liebe Sachen. Auch ein Heuriger steckt einmal in den Kinderschuhen. Naja, vor 30 Jahren hat man am heurigen Mostviertel hat es eigentlich noch keinen gegeben. Und das gibt es ja gar nicht, das kann es nicht geben und fertig, aber es hat sich total entwickelt. Also wie man sieht, also war der erste und funktioniert noch immer bestens. Die Gastfreundschaft macht das Verweilen hier beim Perbersdorfer Heurigen und Hotel zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nicht umsonst hat es damals geheißen, rasch zum Resch. Ein Slogan, mit dem alles angefangen hat und der noch in aller Munde ist. Die Leidenschaft für schöne Dinge und besondere Kulinarik lässt sich hier in jedem noch so kleinen Detail erkennen, wurde doch über die Jahre hinweg ein besonderes Juwel geschaffen. Ja, also das Haus war früher zweigeteilt, also eigentlich fast dreigeteilt. Wir haben eben immer gehabt das Gasthaus vorne, die Pension und hinten im Heurigen. Und durch das, dass hinten die schönste Seite vom Haus ist, haben sich und mein Mann dann gedacht, wir legen das einfach zusammen und machen einen Betrieb als Ganzes draus. Haben das dann umformiert in Hotel und Heuriger und haben das ganze Gastronomie nach hinten verlegt, die Küche alles haben wir nach hinten verlegt, auf die Südseite des Hauses und haben einen Wintergarten dran gebaut, dass das Ganze einfach ein stimmiger Betrieb ist, der was auch einfacher zu bearbeiten ist. Neben dem Heurigen schafft ein charmantes Urlaubsrefugium Erholung für die ganze Familie. Wir haben 16 Zimmer, davon eines ist barrierefrei. Wir haben das alles mit Vollholzmöbel eingerichtet. Wir haben einen schönen Saunabereich dazu für die Gäste, die ein bisschen entspannen wollen. Mit Sauna und Kübeldusche und ein bisschen Sportbereich. Hier kann man Körper und Seele in Einklang bringen und entschleunigen. Für die schnellen Dinge steht hier ebenfalls Platz und Raum zur Verfügung. Was wir auch gerne haben, also gerne und viele Besucher haben, sind auch Motorradfahrer. Wir sind im Tourenfahrer vertreten, wir haben eine Garage für die Motorradfahrer und ausgearbeitete, fertige Motorradtouren. Da kommen sie ganz gerne, wir haben viele Gäste aus Deutschland, die was immer wieder vorbeikommen. Und hier wunderbare Gaumenfreuden in perfekter Umgebung genießen. Apropos Kulinarik, auch da setzt die Familie Resch auf Tradition und Geschichte. Was bei uns speziell ist am Angebot ist, dass wir kalte und warme Küche haben. Wir haben noch immer, wie vor 30 Jahren, die Mitterjause, die was damals schon begonnen hat. Die haben wir immer noch in gleicher Form. Und haben aber dazu auch die warme Küche, was viele Familien genießen. Dass sie einfach sagen, okay, der Papa jausen, die Mama isst einen Salat und die Kinder essen ein Kinderschnitzel. Und ich bin trotzdem in der heurigen Atmosphäre und habe eben eine gute Mostviertler Jausen genossen und einen Most. Und habe aber keine Probleme, wenn die Kinder sagen, sie möchten was anderes essen. Und eben auch, wie gesagt, schon mit unseren Produkten und auch Produkte aus der Region, auch von den Mostbarone und von umliegenden Betrieben, schauen wir, dass wir das meiste aus unserem Angebot abdecken können. Jeden Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr sowie Samstag, Sonn- und Feiertag ab 10 Uhr werden im Perbersdorfer Heurigen und Hotel regionale Köstlichkeiten serviert. Und wer den Tag mit einem gelungenen Morgen beginnen möchte, tut dies bei einem ausgedehnten und reichhaltig garnierten Frühstücksbuffet. Natürlich setzen regionale Produkte die nötigen Akzente.